So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Bros. 3. Wir sind hier in der Welt. Ich habe abgespeichert. Welt 8. Wir sind in der finalen Welt. Habe ich nicht irgendwas, was mir hilfreich sein könnte? Nö. Ich meine, der Frosch ist low. Der Frosch bringt mir ja nichts. Obwohl, ich könnte, dank dem Frosch, könnte ich halt Dings tanken. Aber das bringt mir jetzt auch nichts. Mann! Dass ich immer bei dieser Rotzi hier hängen bleibe. So, da kommt jetzt die nächste Kugel von da. Ich darf vielleicht auch einfach nicht zu weit nach vorne. Ey, das ist doch Wahnsinn hier. Es wird aus allen Kanonen geschossen. Aus allen Richtungen. Ich müsste so mittig bleiben. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Er schießt auch wie wild einfach. Oh, was? Gott sei Dank, das hat funktioniert. Du, 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 du. Dankeschön. Wo geht's da lang? Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ha, ha, ha. Ich speichere einfach mal mit euch zusammen. Guck, ich zeige euch mal, wie das geht. Ich muss auf den Reset-Knopf drücken und dann... Geht's weiter. Was sind das für Level? Also ich verstehe die Level nicht. Ganz ehrlich, ich probiere mal so ein Level. Wenn hier Feuer mit Feuer geschossen wird, mach ich das auch. Komm runter. Wir lassen erst gar keine Chance. Also ich muss die Level nicht machen. Ah, die geben aber Items. Es wäre vielleicht schon nicht schlecht, wenn wir die machen. Und mit ein bisschen mehr Geld wäre ich auch sehr zufrieden. Das ist aber nett, dass man halt noch so Items bekommt. Und hier haben wir ja ein bisschen Geld. Oh, die können wir bestimmt gut gebrauchen. Fliegende Fische! Aber klar. Hier geht es, glaube ich, nur darum, schnell durch. Okay, das ist zu spät. Wow. Ey, Leute, kommt mal klar auf euer Leben. Thank you.
Aber wir haben 3 Items abgesahnt. Das ist sehr gut. Und das sind halt auch sehr wirklich gute Items. Ne? Also das sind schon richtig gute Items. Wir versuchen aber erstmal einen kleinen. Wow, das geht aber jetzt schnell. Das geht ja jetzt richtig flott. Das probieren wir nochmal. Komm hoch. Nein! Ich nehme mal den hier. Weil ich glaube, ich kann halt hier noch sehr viel damit halt machen. Ich darf mich halt bloß nicht treffen lassen. Verdammt, Arschloch. Das schubst dich ja halt auch ein bisschen, ne? Nein! Und runter. Ich würde es tatsächlich nochmal mit dem probieren. Abgesehen davon, dass mich das eine scheiß Ding da erwischt hat, lief es eigentlich ganz gut. Kleiner, mieser Dreckschlüpper. Das ist doch unfair. Schmeiß. Das ist doch... Ich benutze es weiterhin. Ja, damit bin ich, glaube ich, doch immer noch am besten gefahren. Ich muss halt einfach gleich aufpassen, wie ich lande. Hahaha. Ha, ha. Was sieht der denn da so beknackt nach oben? Ja, das war's gewesen. Aus der Spese nichts gewesen. Och, das kann doch nicht wahr sein. Der läuft aber auch automatisch. Gefühlt. Naja, wir haben abgespeichert. Ist mir egal, wir haben abgespeichert. Mit wie vielen Leben sind wir hin? Mit 8, ne? Ich meine, irgendwann kriegen wir das schon hin. Versucht, macht klug und dann haben wir halt auch mal ein Game Over hier in dem Spiel. So schnell. Ein Leben. Einer geht noch. Wirf. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Aber das ist kein Problem, den haben wir eben gerade schon mal. Nein!
Oh, Gott sei Dank. Mit null Leben! Oh, shit! Null Leben! Wie soll ich denn da weiterkommen? Ich will nur wissen, wo die eine Dings hingeht. Wo geht diese Röhre hin? Das ist doch eine Verarsche hoch 10. Muss ich das ganze Level nochmal machen, wenn ich Game Over gehe? Also die ganze Welt? Oder würde es einfach da bei Dings starten, wo ich gestorben bin? Wir werden es herausfinden. Es ist einfach, an sich ist es gar nicht so schwer. Es sind Squalling-Level und einfach so eine extreme Bombardierung. Das ist mir zu gefährlich. Wir werden es herausfinden jetzt. Game over. Ja. Oh nein, wir können gleich weiter. Okay. Ja gut, dann hätte ich mir das Abspeichern ja sparen können. Aber wir sind schon sehr weit. Ah, wie cool. Wir haben dann nochmal die Möglichkeit. Komm runter. Hier Items zu holen. Ach komm! Das ist jetzt unfair. Das haben die Macher aber, finde ich, gut gemacht, dass sie sagen, okay, ihr habt hier nochmal die Chance. Oh. Okay, gibt's gleich noch ein Game Over. Machen wir erstmal das. Ich meine, ich kriege da keine 99 Münzen zusammen. Schön wär's. Ich glaube, ich werde für das dritte Item nicht machen. Sondern ich gehe gleich jetzt Trade weiter. Weil die eine Welt, die ist zu schaffen. Ach, hier muss ich, glaube ich, auch noch mal... Nee, hier muss ich Bowser nicht besiegen. Wir kriegen das hin. Ich bin optimistisch. Weil das mit den fliegenden Fischen hat mich jetzt doch ein bisschen abgenervt. Eigentlich ist es nur darum zu laufen. Oh. Ich dachte, da kommt jetzt im Moment einer. 30 Münzen habe ich schon. Nochmal. Was, wird sie nicht kommen, Lümchen? Ich muss halt nur sehr schnell sein. Ja, da kommt's auf einmal alles, oder was?
Naja, ich glaube, mit 4 Level immer zu starten ist mir, glaube ich, lieber als die ganzen Level nochmal neu zu machen, wo wir uns so gequält haben. Oh, ich wurde ausgewählt. Ich bin überhaupt nicht frustriert. Mann, ich dachte, der wäre jetzt hochgesprungen. Mir jetzt egal, so. Hoch mit dir. Dann haben wir nämlich das erste. Holen wir uns noch das zweite Level. Und beim dritten gehen wir einfach, komm. Das machen wir jetzt. Weil das kriegen wir ja relativ leicht hin. Das ist ja easy. Und dann gehen wir gleich durch. Dadurch, dass ich groß bin und wir dann wieder so 2 Items haben, mit denen man eventuell was anfangen könnte. Ich werde auch nicht mir das Item da einholen, das ist so ein bisschen tricky mit den ganzen Bomben. Sondern ich werde einfach straight durchgehen. Ich glaube, da ist eh nur ein Stern drin gewesen. Hauptsache, wir kommen durch. Würde ich mal sagen. Aber ich muss ja halt die Level auch noch alle machen. Ich frage mich, wie viele Level Verdammt! Ich benutze jetzt hier auch ein Dings. Was soll der Geiz? Mehr als mein Schwänzlein kann ich ja eh nicht verlieren. Dass ich hier aber auch nicht rein kann, das nervt mich. Das war jetzt aber tricky. Das war jetzt gemein. Das war jetzt aber richtig gemein. Das war das mieseste Timing ever. Oh, das ist nicht euer Ernst. Thank you.
Ach komm, als ob. Das hat mich doch jetzt mit Absicht gelingt hier. Ich hätte warten sollen. Ach, was soll's, komm. Ich wünschte, man könnte einfach. Okay. Weil es so schön war, machen wir das Ganze noch einmal. Wir werden jetzt hier noch öfters gut gehen. Cool, dass ich meine Dings auch behalte, meine Items. Das ist ja krass. Nein! Ausgerechnet den mit den Fischen. Lauf. Vielleicht nicht unbedingt in den Tod. Aber okay. Naja. Wo war das Dings hier, ne? Ich meine, das ist schon mal sehr gut. Mal hingekriegt. Aber ich finde, dass wir das erste Level trotzdem so ein bisschen suboptimal, wenn man groß ist. Klar, die Sterberate ist halt höher, aber wir müssen halt auch so durch diese kleinen Löcher und durch die ganzen, wie heißen die? Diese komischen Bomben da macht es halt ein bisschen schwieriger, da durchzukommen. Ich bin nicht frustriert, nur minimal. Nur minimal. Wie soll ich denn da ausweichen? Also manchmal ist es auch echt einfach dumm. Vom Spiel her. Dann ist es weniger meine Schuld. Okay, eins machen wir noch. Game over. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.